Ein Hof im Landkreis Grafschaft Bentheim. Er gehört Hans-Jürgen Reuring. Seit 75 Jahren wird in dieser Gegend Erdöl gefördert. Der Erdölkonzern Wintershall-Dea nutzt dafür auch einen Acker des Milchbauern. Jetzt kommt raus, es gab einen schlimmen Unfall. Und er als Eigentümer wurde nicht informiert. Dass dort ein Schaden ist, habe ich über die Zeitung erfahren. Da habe ich dann gelesen, dass an der Station oder am Bohrplatz 132 ein Schaden ist. Das haben wir dann entdeckt, indem wir dann eine Fahrradtour mit den Kindern gemacht haben. Und das ist passiert. Bei der Ölförderung kommt auch giftiges Lagerstättenwasser hoch, belastet mit krebserregendem Benzol, Salz und Schwefelwasserstoff. Der Konzern Wintershall-Dea wollte es zurück in die Tiefe pressen. Doch das Rohr war an mehreren Stellen vollständig korrodiert. Laut Bergamt gelangten so bis zu 220 Millionen Liter giftiges Wasser viel zu weit oben ins Erdreich. Wie kann das sein? Verwendet Wintershall-Dea ungeeignetes Material? Das Unternehmen teilt Mark mit: Die Rohre bestehen aus unlegierten Stahlrohren. Das Steigrohr ist mit Kunststoff innen beschichtet. Ralf Krupp ist Geologe und kennt sich aus mit solchem Stahl. Kommt der mit Flüssigkeiten in Kontakt, die wie hier in Emlichheim Salz und Schwefelwasserstoff enthalten, korrodiert er. So der Experte. Das sind hochsalzhaltige, schwefelwasserstoffhaltige, warme, wässrige Lösungen. Die führen auf jeden Fall zu Korrosionsschäden in direktem Kontakt. Und der Kunststoff, der führt zwar eine Trennung herbei, aber die Korrosionsschäden, die man hier jetzt ja beobachtet hat, die sind ja ein Beweis dafür, dass diese Systeme auch nicht 100% sicher sind. Wir recherchieren. Probleme mit Korrosion sind schon lange bekannt. Aus den 80ern stammt dieser Artikel. Es geht um Korrosion an Stahlrohren, die zu Rissen führte. In einem Fall schon, nachdem das Rohr nur 14 Tage mit dem giftigen Lagerstättenwasser in Kontakt war. Auch an Transportleitungen aus Stahl gab es Leckagen. Allein 4 in einem Jahr. Im Landkreis Gifhorn, im Landkreis Diepholz und im Landkreis Grafschaft Bentheim. In Emlichheim hätte Wintershall-Dea gewarnt sein können. Vor 4 Jahren gab es hier einen Druckabfall in der Bohrung. Doch konkretere Untersuchungen blieben zunächst aus. Die Leckage wurde erst jetzt bekannt. Das Problem: Gas- und Ölkonzerne sollen sich selbst überwachen. 450 Gas- und 1500 Ölbohrungen gibt es allein in Niedersachsen. Das Bergamt, die zuständige Aufsichtsbehörde, könne die ja nicht alle überprüfen, heißt es auf Anfrage von Markt. Das heißt letztendlich, dass der Gefährder seine eigene Gefährdungsabschätzung oder Einschätzung vornimmt und das Bergamt die akzeptiert oder glaubt in den meisten Fällen. Das ist eigentlich nicht akzeptabel. Der niedersächsische Wirtschaftsminister Bernd Althusmann kommt zur Unfallstelle. Viele Journalisten wurden eingeladen, doch nicht Landwirt Hans-Jürgen Reuring. Er hat nur durch Markt von dem Termin erfahren. Ich würde wohl schon mal gerne hören, was da gesprochen wird und was man den Herrn Althusmann dort erzählt. Das würde mich doch interessieren, ja. Wir organisieren, dass auch der Landwirt, schließlich der Eigentümer des Grundstücks, dabei ist. Er macht sich Sorgen. Denn auch in einer anderen Einpressbohrung bei Emlichheim, Platz 51, korrodierte der Stahl. Der Minister versucht zu beruhigen. Es handelt sich hierbei um einen bisher einzigartigen Fall und wir haben keinerlei Erkenntnisse, dass es an den weiteren Bohrstellen in Niedersachsen, es sind meiner Erinnerung nach etwa 220, einen derartigen Vorfall gegeben hat. Ich hätte noch mal eine Frage an Sie. Was ist denn mit dem Platz 51? Da war ja auch ein Vorfall gewesen. Ja, aber wenn ich richtig informiert wurde, handelt es sich dabei nicht um einen derartigen vergleichbaren Vorfall. Guck noch mal in die Richtung meiner Fachleute. Nee, alles gut. 51. Die 51 ist wieder überprüft worden, aber ich habe keine Hinweise, dass da Lagerstättenwasser ausgetreten ist. Gut. Also es ist zu keinerlei Lagerstättenwasseraustritt im Bereich der 51 gekommen. Aber zur Korrosion. Das
offensichtlich zu Korrosion, aber eben zu keiner entsprechenden Ausweitung sozusagen, dass etwas ausgetreten sei. Doch hier an der Bohrung 132 traten Millionen Liter Lagerstättenwasser aus dem korrodierten Rohr. Wir fragen den Vertreter von Winters Haldea. War das Stahlrohr für eine so aggressive Flüssigkeit wirklich geeignet? Wir verwenden bei uns in den Bohrungen nur die dem Medium angepassten und auch zugelassenen Stahlqualitäten. Und das haben wir auch hier getan. Okay. Aber hat ja nicht funktioniert. Also wenn Sie sagen, Sie verwenden dem Medium angepasste Stahlmaterialien. Also wie gesagt, ich sage es gerne noch mal. Wir haben eine interne Untersuchung und wir werden das untersuchen und aufarbeiten. Und wir werden uns das sehr genau angucken. Da haben wir natürlich auch ein Interesse. Hätten wir damals vielleicht etwas anders machen können. Dem Minister versichert der Vertreter von Winters Haldea, das Grundwasser sei in allen Proben unauffällig. Für Mensch und Natur besteht keine Gefahr. Der Vorfall in Emlichheim macht jetzt auch anderen Menschen Angst. So wie Joachim Euhus im Landkreis Rothenburg. 100 Meter neben seinem Haus, auf seinem Grundstück, befindet sich die Einpressbohrung Wittorf Z1. Hier wurde jahrelang Lagerstättenwasser aus der Gasförderung wieder in die Erde verpresst. Melden lassen. Und nicht nur das. Ohne das Wissen von Joachim Euhus wurde sogar quecksilberhaltiger Sondermüll in der Bohrung entsorgt. Wenn man hört, was in Emlichheim über Jahre das nicht gemerkt worden ist, dann fragt man sich, was ist hier los? Wir wissen es nicht. Unsere Enkelkinder und Kinder wohnen 400 Meter von der Versenkbohrung weg. Da macht man schon sich sehr große Sorgen. Wenn man das alles zusammenträgt und näher einsteigt in die ganze Geschichte, dann erstmal merkt, was passiert da überhaupt? Was machen die eigentlich mit uns? Seit 8 Monaten verpresst Winters Haldea hier kein Lagerstättenwasser mehr. Beim Rückbau fordern Anwohner jetzt ein Grundwassermonitoring und dass sie die verwendeten Stahlrohre zu sehen bekommen. Die müssten einzeln fotografiert und dokumentiert werden. Also das, dann könnte ich, glaube ich, ruhiger schlafen. Winters Haldea sagt, an diesem Standort sei alles ganz anders. Ein Schaden wie in Emlichheim ausgeschlossen. Die Anwohner aber wünschen sich mehr Informationen. Dass man uns nicht abspeist mit Vergleichen, nach dem Motto, dort in Emlichheim ist was passiert, aber hier ist ein ganz anderes System. Dann wollen wir schon wissen, sind die Rohre dort anders als hier, um auch sicher zu gehen, dass wir hier nicht einen vergleichbaren Fall irgendwann haben. Auch beim Wasserversorgungsverband Rothenburgland beschäftigt man sich mit dem Schaden in Emlichheim. Was wäre, wenn so etwas in einem Trinkwasserschutzgebiet passiert? Denn auch dort wird Öl und Gas gefördert. Und es sollen neue Bohrungen hinzukommen. Im Moment gibt es Bewegungen, dass man in Wasserschutzgebieten wieder bohren möchte. Das wollen wir natürlich partout nicht. Und wir haben uns zusammen mit unserem Dachverband, dem Wasserverbandstag, dort positioniert. Die Forderung, Erdgas- und Erdölgewinnung in Trinkwasserschutzgebieten ist zu verbieten. Hans-Jürgen Reuring hat sein Brunnenwasser untersuchen lassen. Diese Proben waren unauffällig. Trotzdem tränkt er seine Tiere erstmal mit städtischem Trinkwasser. Aus Vorsicht!